Seid mir gegrüßt zu einer weiteren Geschichte aus Maushausen. Und heute sind wir wieder mit der Gauklermaus unterwegs, beziehungsweise mit den Gauklermäusen. Die Gauklermaus, Esel, streck dich. Polternd rumpelt der Karren über die unebene Straße. Meine drei Kleinen tollen eifrig darin herum. Ich sitze auf meinem Lieblingsaussichtsplatz, die Schulter des Gauklers. Er muss recht schnaufen und schwitzt stark, trotz des mittlerweile kühlen Wetters. Vor allem, wenn eines der Räder wieder an einem Stein oder in einem Loch hängen bleibt, muss er sich mit dem Gefährt schwer abmühen. Mit einem Kraftakt zieht er den Karren dann über den Stein oder aus dem Loch hervor, bevor er dieser anschließend wieder vorwärts rollt. Jetzt reicht's, sagt der Gaukler schlussendlich, lässt den Karren an Ort und Stelle stehen und setzt sich an den Straßenrand auf den Boden. Am Horizont sind schon die Mauern und Türme der nächsten Stadt zu sehen. So geht das nicht weiter, fährt der Gaukler fort. Nachdem sich sein Atem beruhigt hat, nimmt er seine Geldkatz zur Hand. Stück für Stück zählt er das Klimperzeug, das sich darin befindet. Dass es so nicht weitergehen kann, ist eine Tatsache. Seitdem er das Ding hinter sich herzieht, kommen wir kaum noch voran. Ohne geht es aber wohl auch nicht, denn der Gaukler sammelt weiterhin Holzklötze vom Wegesrand. Was das werden soll? Das würde ich auch gerne wissen. Jedenfalls schnitzt er keine Häuschen mehr, sondern seltsame Figuren. In der Zwischenzeit hat er so viele davon, dass er die ganzen Sachen nicht mehr in seiner Tasche unterbringen kann. Deswegen der Karren. So viel habe ich verstanden. Wir schaffen es trotz allem tatsächlich noch in die Stadt, bevor die Tore für die Nacht geschlossen werden. Die Plätze sind leer, aber in der Taverne wird noch mit den Häuschen gespielt. Der Gaukler wechselt mich in der Zwischenzeit mit den Kleinen ab, so dass ich immer wieder mal Pause machen kann. Das gefällt mir gut. Am nächsten Morgen sucht sich der Gaukler nicht direkt einen Platz, möglichst zentral auf dem Marktplatz, sondern er geht direkt und ohne Umwege zum Viehmarkt. Dort wimmelt es nur so von allerlei Gerüchen und Geräuschen. Es wird gegackert, gewiehert, gebellt und gemut. Hin und wieder erhasche ich auch einen Blick auf eine Katze oder einen Hund. Dann mache ich mich auf meinem Platz sofort ganz klein. Wir werden aber nicht einmal bemerkt. Die Raubtiere haben nämlich genug damit zu tun, den vielen Füßen und Hufen auszuweichen. An einem der Stände lässt der Gaukler seine Münzen klimpern. Kurz darauf hängt der Karren hinter einem Esel. Der Gaukler geht daneben her. »Na, Johanna«, meint er zu mir, »kennst du das Märchen mit dem Esel streck dich?« »Ich glaube zwar nicht, dass das mit unserem Esel klappt, aber wer weiß.« Ja, und so kam es dann wohl dazu, dass die Gauklermaus ab diesem Tag mit zwei Eseln unterwegs war. Einen, den sie ja schon länger kennt, und einen, der neu dazugekommen ist. Wie es mit der Gauklermaus, ihren beiden dem Gaukler, dem Esel und ihren Kindlein weitergeht, das erfahrt ihr dann in einer der nächsten Geschichten aus Maushausen. Drum lohnt sich's immer, den Kanal zu abonnieren.
Wenn ihr die Maus gerade schon in der Hand habt, dann klickt doch einfach auch mal noch auf den Daumen nach oben und die Tastatur ist sicherlich auch nicht weit, hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Damit verabschiede ich mich für dieses Video. Gehabt euch wohl! In der Schlusskarte könnt ihr jetzt meinen Kanal abonnieren. Dann blende ich euch unten eine andere Geschichte mit der Gauklermaus ein und im oberen Bereich, dort findet ihr dann eine Geschichte aus Maushausen.